Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XVI, Echos der Gefangenen DLC. Wir haben letztes Mal hier den Turm betreten, ja, und hier geht's schon ordentlich zur Sache. Ich habe mich letzte Folge ein bisschen vermöbeln lassen. Das habe ich heute nicht vor. Mal gucken, ob das Spiel ähnlicher Meinung ist. Okay. Ich habe zwei Wege zur Auswahl. Hier sind wieder diese komischen Kristallkammern, aber. Ah, hier ist ein Item. Ein Heiltrank, okay. Seht mal, das hier leuchtet genau wie die Türen. Aha. Dann drücken wir mal. Forschungsprotokoll. Eintrag 680925. Nitrogenreaktorexperiment erfolgreich. 23 Einheiten Kristall der Stufe 3C hergestellt. Ab sofort werden alle Keime aus anorganischem Material durch laborgefertigte organische Varianten ersetzt. Organische Varianten? Also haben sie ihre Kristalle aus Lebewesen geschaffen? Ja, aus den Monstern aus Valestea. Und das sind Klone oder sowas ähnliches. Oh, hi. Alles ein Zwischenboss. Ich nutze mal die kleinen Gegner, um Odin aufzuladen. Das hat ihm schon ordentlich wehgetan. Dafür, dass das ein Zwischengegner ist. Dann sorgen wir dazu, dass es ihn jetzt noch kräftiger wehtut. So. Ja, die Tür bleibt als einziger Durchgang verbleibend. Also gehen wir doch mal hier durch. Noch mehr dieser Kasten. Und da warten schon ein paar Goblins, deren Arsch vermöbelt werden möchte. Einige der Bestien hier sind wohl seit 1000 Jahren nicht mehr in Valestea gesehen worden. Na dann auf 1000 weitere. Hallo! Achso, das liegt an diesen Kugeln. Du brichst mich nicht nochmal ab. So, und Arrivederci, meine Freunde. Oh, es kommen neue. Die können permanent Feuer spucken. Es sind Schokobos irgendwie. Da ist ein Zwischengegner bei, okay. Wir machen erstmal die Kleinen hier weg. Das hätte ich eigentlich mit Odin erledigen können. Ist jetzt wieder nämlich da. Ja, der lässt mich natürlich jetzt nicht Odin ausführen, weil er ein mieser Sack ist. Aber ich werde ihm schon zeigen, dass er mich nicht daran hindern kann. So, brechen. Genau. Und dann können wir ihn schön Bahamut geben. Oder Gigaflare in dem Fall. Droppt er was? Ja, Heiltränke. Sehr gut.
Das macht mich nämlich schön voll wieder. Oder fast voll. Erholungssphäre? Was ist das? Erhöht den Prozess, mit denen erlittener Schaden in LP Wiederherstellungsrate auf der LP-Leiste in hellen Gründen ungewöhnlich. Okay. Ausweich. Ja. Das wird das gleiche für Ausweichen sein. Okay. Mhm. Du könntest auch Star Wars sein. Natürlich gibt's mehr als eins davon. Und wie es scheint, kann diese Variante fliegen. Ich bin doch ausgewichen. Was soll das? Wenn ich auf was sehen würde, könnte ich auch passend ausweichen. Jetzt geh mal aus der Ecke daraus, Clive. Ich sehe gar nichts. So. Ja, ich bin zu langsam. Hat er vollkommen recht. Ah, weg da! Ausnutzen, dass er gebrochen ist oder so halb gebrochen? Reicht das für seine Zucken? Ja. Nee. Das kannst du mal ganz schnell vergessen. So, mal gucken, ob ich einen Down kriege, bevor ich sterbe. Nee, das ist mir zu heiß. Nee, raus da! So! Komisch, die Bosse, die geben irgendwie weniger Erfahrungspunkte als diese normalen Gegner. Was ist das hier? Einmal auf seinen erhöht den verursachten Willenkraftschaden der meisten Luft. Ja, okay. Ich brauche nicht weiterlesen. Da wären jetzt schon zwei. Ja, und es werden bestimmt noch mehr werden. Ja. Aber von wie vielen? Das dürfte davon abhängen, wie sehr sie ihr Werk hier geheim halten wollten. Mal schauen, wie viele noch kommen. Ein Heiltrank. Links und rechts scheint es nicht weiterzugehen, ne? Okay, dann streiten wir weiter geradeaus. Ah, nächster Fahrstuhl. Das ist alles viel zu einfach. Wenn der Turm die Kontrolle hat, warum schaltet er nicht einfach den Aufzug ab? Was willst du damit andeuten, Joshua? Dass er uns irgendwo hintreibt. Hat Joshua gerade das Wort einfach in den Mund genommen? Also, ich bin schon zweimal Game Over gegangen. Ne? Ganze Flotte. Ob einige von ihnen noch flugfähig sind? Ned wird das sicher interessieren. Ja, kann man von ausgehen.
Und das ist doch schon wieder so eine Scheiß-Arena. Das sieht man doch gleich. Und vor allem ist das eine Sackgasse. Ah ne, hier links geht's weiter. Dann ist es doch keine Arena. Das war leider der falsche Trank. Ich brauche ein paar Heiltränke, die habe ich verballert. Aber wir werden wir auf dem Weg bestimmt wieder kriegen. Oder ich muss einmal Game Over gehen, dann sind Tränke wieder voll. Ja, fliegende Gegner sind natürlich Premium. Komm, wir feuern einfach mal ab. Ich denke, es reicht. Ah, Impuls ist wieder aufgeladen. Das ist sehr gut. Das ist meine beste Waffe gegen solche fliegenden Viecher. Und Megaflare können wir auch nutzen. Bloß die anderen Fähigkeiten sind halt nicht so gut dagegen. Das hat aber von Energieverlust sehr gut gewirkt, weil wenn wir jetzt ein paar Tränke finden würden, wäre das geil. Armreif der Gefallenen. Den schauen wir uns mal an. Jupp. Bisschen besser, kostet mich 2 LP, aber das sind schon 2 LP bei über 3000. Kommt was Böses? Ich werde nur eingesperrt, okay. Supertrank, Heiltrank. Zwei Heiltränke wären ein bisschen besser gewesen. Weil ich die Supertränke voll habe. Ah, okay. In Luftschiffhalle registriert. Mobilisiere Aegis-Einheiten. Ja, was auch sonst. Wir werden beobachtet. Ach! Dann zeigen wir doch mal, was wir so drauf haben. Joshua ist ja ein richtiger Sherlock. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ich darf das nicht im Pulk ausführen. So. Und den treffe ich jetzt nicht. Super. Okay, neue Gegner? Wo? 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 Ach, da. Ein Zwischengegner. Ah, scheiße. Hallo? Kannst du mal aufhören, genau in dem Moment immer mich anzugreifen, wenn ich kurz davor bin, die Attacke durchzukriegen? Boah, geben wir es ihnen richtig. Oh, das sind zwei. Dann heil ich. Das tut gut. Alles in Ordnung? Danke. Ich lebe noch, aber nicht mehr lange.
Es war so klar, dass ich es nicht verhindern mehr kann. Und das sackt so dermaßen. Ich bin, glaube ich, jetzt schon öfter gestorben als im Hauptspiel. Kann das sein? Naja, egal. Ich finde das cool, dass sie es so gemacht haben, dass man die Hauptkämpfe nicht mehr ganz von vorne macht. Klar, das macht es ein bisschen einfacher, aber wenn man einmal gestorben ist, finde ich, ist das in Ordnung. Das hier ist ja kein Souls-like, sondern ein JRPG. Ob ich eben gegen den verreckt bin, das weiß ich nicht. Der ist ja gar nicht so schwer. Okay, eben waren sie zu zweit, ne? Okay. Ich weiß, warum ich verreckt bin, weil ich eben ständig die Scheiße da abbekommen habe. So. Er kriegt ein bisschen viel Damage, ne? Oder bin zu unvorsichtig? So oft musste man Tränke im Hauptspiel nicht spammen. Was kommt jetzt? Der nächste dicke Oschi? Transferiere Wachprototyp AM2 zum westlichen Stasi-Speicher. Ein fliegender Gegner, auch das noch. Wollen wir hoffen, dass die Kristalle auf seinem Kopf genauso nutzlos sind wie alle anderen hier? Aua! Naja, bei fliegenden Gegner versuche ich Barmut aufzuladen. Ey, der kann sich vervielfältigen! Ja, ja, passt schon. Er bietet mir nicht so wirklich Angriffe an, wo ich gut ausweichen kann, um Barmut schneller aufzuladen, aber okay. Hauptsache, er trifft mich nicht, dass Barmut abgebrochen wird. Das ist nämlich immer so das Schlimmste. So, diese Kugel kann ich aber mal nutzen, um auszuweichen, wenn ich das nicht zu dumm mache. Den Angriff kannst du eigentlich auch gut nutzen dafür. So, aber wir sind voll. So, Feuer. Impuls kriegst du mal dazu. Das hat wehgetan. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da ist er. Raus hier. Toll. Ich darf da nicht drinstehen. Hey, was zum Teufel? Raus! Raus! Okay. Okay, zum Glück geht das nicht so schnell. Ansonsten wäre das RIP gewesen. Raus da. Uiuiuiuiuiuiui. Der ist zwar klein, aber oho, das muss man ihn lassen.
Oh nein, nicht schon wieder Todesroulette. Und jetzt kommen noch Dutzende Attacken dazu. Okay. Ich nehme an, der Name ist Programm und das ist ein Insta-Tod? Deswegen nicht herausfinden. Scheiße, das wurde abgebrochen. Aua, aua, aua! Was kommt jetzt? Ja, er kann sich halt schnell davon machen, indem er sich wegteleportiert. Leider jetzt, als er gebrochen ist, ist Odin nicht verfügbar. Dann müssen wir ihnen halt alles andere geben, was ich habe. Komm, treffen! Habe ich ihn? Ja, sehr gut. Dann ist er fast down, würde ich sagen, nachdem ich Odin einsetzen kann. Und Impuls ist auch schon wieder ready. Okay, soll den Suchen wurde irgendwie nicht aufgeladen. Das heißt, ich habe ihn eben doch nicht getroffen. Ah, scheiße, er ist weggegangen. Oh nein, nicht schon wieder. Alter, ist er schnell. Es hält an. So. Ah, man merkt eigentlich ziemlich gut. Okay, Jill ist in Roulette gewesen und anscheinend gestorben. Aber ich hab ihn gleich. Und down! Hä? Wieso lebst du noch? So, okay. War anscheinend noch ein HP. Den fand ich geil. Auch wenn man so ähnliche Gegner schon hatte. Nehme erneut Kontakt auf. Sie haben einen ganzen Krieg mit Hilfe dieser Wesen geführt. Die Menge an Äther, welche zur Erweckung solch einer Armee nötig wäre, ist unvorstellbar. Kein Wunder, dass sie versucht haben, ihre eigenen Kristalle herzustellen. Verbindung kann nicht wiederhergestellt werden. Erhöhe Gefahrenstufe. Wir haben wohl Eindruck hinterlassen. Ja, das heißt aber, es kommen noch stärkere Gegner. Die restlichen Käfige. Beschwör's nicht herauf, Joshua. Oh, entschuldige. Ich hab nichts gesagt. Das scheint wieder ein Fahrstuhl zu sein. Aber findet ihr hier Materialien zum Schmieden? Deswegen hoffe ich mal, dass es irgendwann hier so ein Teleportationspunkt kommt, wo ich wieder hin zurück kann. Weil man kann hier Sachen schmieden, auf jeden Fall. Du kriegst Sachen halt dafür. Ich will jetzt nicht ausprobieren, ins Versteck zurückzugehen, weil ich habe keine Lust, den Turm von unten nochmal neu zu laufen. Wobei, ohne die Bosse geht's eigentlich, ne? So schlimm wäre es nicht. Naja, noch komme ich ja klar. Oberer Ring. Mhm. Was ist das denn? Es scheint auf jeden Fall lebendig zu sein. Tja, werden wir wahrscheinlich irgendwann treffen. Oh, hi, Leute. Mehr Goblins.
Goblins verprügle ich am liebsten. Aber das wurde abgebrochen, weil das natürlich ausrechnet der ist mit den Kugeln. Lass mich das machen! Dass ich hier ständig unterbrochen werden muss. So, seht ihr jetzt, was ihr davon habt? Das ist schon cool, ne? Hier, diese paar Goblins bringen genauso viele Erfahrungspunkte wie der Boss von eben. Da hinten liegt noch was. Hoffentlich ein Supertrank. Ich benutze immer die falschen Heiltränke. Ich kriege immer die anderen dann hinterhergeschmissen. Vielleicht ist da ein Supertrank drin. Eine Angriffssphäre, okay. Mehr Chocobos und komische Eier. Ich will nicht unterbrochen werden. Ja. Und da stand ich zu weit weg. Super. Muss ich euch halt auf übliche Weise pulverisieren und ohne Odin. Eigentlich werden die doch durch Impuls ständig gehittet, ne? Warum konnten die sich wehren? Ah, scheiße, er war schon tot. Ach, alle schon hin. Ich muss schon sagen, es war schon ordentlich Laune, auch wenn das im Prinzip bisher nur Turbo-Klettern und Gegnerschnetzen ist. Ich bin nicht sicher, aber kommt es dir nicht auch irgendwie bekannt vor? Ja, da ist ein Dicker mit einer Coil. Okay, den machen wir heute noch platt. Ist das ein Boss? Oh, scheiße, scheint so. Okay, dann könnte er länger da gehen. Naja, egal. Den hauen wir auf jeden Fall noch um. Ah, ein Zwischengegner, okay. Einer, der vor über 1500 Jahren geboren wurde, ja. Einen kriegen wir schon klein. So, kann ich das ausnutzen? Ich glaube, ich stehe zu weit weg, ne? Ja. Junge, wo der hinhaut, tut's aber kräftig weh. Ich nehme mal einen Supertrank, was ist halber? Auf. Ja, ja, tödlicher Schwinger, ich bleibe auf Distanz. Ich habe gesagt, ich bleibe auf Distanz. Gut gemacht, Torgal. Reicht das, um ihn zu brechen? Na, leider nicht ganz. Aber Impuls bricht ihn. Sehr gut. Dann können wir nämlich Odin aufladen.
Ich muss auch ein bisschen mit meiner Energie aufpassen, ne? Ich darf hier nicht zu leichtfertig gehen, weil wenn er mich trifft, dann tut's ordentlich scheppern. So, geh mal weg von ihm. Jetzt wird er nämlich bestimmt wieder ein bisschen sauer werden. Was macht er da? Okay. Ja, für den Rest verlasse ich mich mal auf meine Distanzangriffe oder auf Giga Flare. Was eigentlich ein Distanzangriff ist. Ich rede Blödsinn. Ich habe es gesagt, ich muss aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Weil er kräftig wehtut. Und ich hab's einfach versaut. Einer, der vor über 1500 Jahren geboren wurde, ja. Er hatte nur so ein Fitzelchen, das ärgert mich jetzt. Zu langsam. Ja, warum ist mir das eben nicht gelungen? So, jetzt müssen wir weg von ihm. Autsch. Autsch. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Wir laden unsere Energie auf und können gleich seine Suchen ausführen. Ich nehme einen Heiltrank. Gut, dass ich es gemacht habe. Eben war ich zu geizig und eben wurde ich dafür bestraft. Weil dieses Ding teilt aus und zwar nicht zu knapp. Autsch, 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 autsch! Aber ich kann auch austeilen, mein Freund. Weg, 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 weg. So, brech ihn. So, gib ihn. Und in die ewigen Jagdgründe mit dir. Ja, okay, Leute, wir sind am Ende der Folge. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.